Die Self-Sovereign Identity, auch selbstverwaltete digitale Identität, hilft beim Schutz der Daten im Internet. Dieses Video wird anhand eines Beispiels zeigen, wie die Self-Sovereign Identity für Schutz vor Betrug im Internet sorgen kann. Marco ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und träumt von einem neuen Motorrad. Um sich das neue Motorrad finanzieren zu können, möchte er sein derzeitiges Motorrad verkaufen. Marco stellt sein Motorrad auf eine Online-Auktionsplattform. Er schätzt, dass sein Motorrad mindestens 500 Franken wert hat und setzt die Mindestangebotsgrenze zu diesem Preis. Das Angebot läuft in 3 Tagen ab und der Höchstanbietende gewinnt die Auktion. Zugleich meldet sich auch eine erste Interessentin, welche 500 Franken für das Motorrad bietet. Einige Zeit später wird dieses Angebot von einem zweiten Interessenten mit 600 Franken überboten. Es scheint so, als ob der zweite Interessent die Auktion gewinnen wird. Doch wenige Minuten vor Auktionsschluss bietet ein weiterer Interessent satte 3000 Franken für das Motorrad. Er gewinnt somit die Auktion. Marco traut seinen Augen nicht und freut sich über das Angebot von 3000 Franken. Er kontaktiert den Käufer zugleich, um die Details für den Verkauf zu klären. Doch leider reagiert niemand auf seine Anrufe. Auch seine E-Mails bleiben unbeantwortet. Marco beginnt an der Echtheit des Käufers zu zweifeln. Bereits mehrere Wochen sind vergangen und Marco hat keinerlei Reaktion des Käufers erhalten. Bei genauerer Betrachtung des Profils des Käufers stellt sich heraus, dass dieser sich unter einem falschen Namen und einer falschen Wohnadresse registrieren konnte. Trotz eines gültigen Kaufvertrages ist der Käufer nicht identifizierbar und alle Angebote für Marcos Motorrad sind zunichte. Er muss nun das Motorrad erneut inserieren und auf einen vertrauenswürdigen Käufer hoffen. Mit SSI gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Jedes registrierte Profil im Internet kann durch SSI verifiziert sein. Somit ist bei jedem Profil ein gültiger Ausweis zu hinterlegen. Für die Verifizierung und Erstellung des Profils bildet sich wieder ein Vertrauensdreieck. Der Staat, in diesem Fall der Issuer, stellt dem Benutzer seine Identität digital in seiner Wallet zur Verfügung. Der Benutzer kann sich daraufhin mit seiner Identität bei der Auktionsplattform registrieren. Die Auktionsplattform ist dabei der Verifier und prüft die Identität auf Gültigkeit und vertraut dem Staat als Aussteller. Somit ist jeder Käufer und Verkäufer im Internet korrekt verifiziert und identifizierbar. Und Fake-Profile gehören der Vergangenheit an. Dies ermöglicht einen vertrauenswürdigen und sicheren Austausch im Internet zwischen den Parteien.